Mein Name ist Marianne Brandt. Als Vorsitzende der Stadtversammlung der Frankfurter Katholikinnen und Katholiken heiße ich Sie herzlich willkommen zu diesem Adventskalender. Sie werden hinter den 24 Türchen 24 unterschiedliche Sichtweisen auf den Advent finden. Viel Freude beim Entdecken. Advent bedeutet für mich, mich auf den Weg machen. Zu mir, zu den Menschen und zu Gott. Advent bedeutet für mich innehalten und achtsam sein. Mich freuen, dass meine Kinder früh aufstehen, weil sie das nächste Türchen öffnen wollen. Advent bedeutet für mich hinschauen auf den anderen, seine Freude, seine Not. Und Advent bedeutet für mich auch zu helfen. Oft sind es die kleinen Dinge, die uns durch den Tag tragen. Aufmerksamkeit für die Bedienung, ein freigemachter Platz im Bus. Diese Aufmerksamkeit und die gelebte Solidarität ist in diesem Jahr umso wichtiger. Die Corona-Pandemie hat uns verrückt, unsere bisherigen Lebensbahnen gestört, unsere Lebensgrundlagen angegriffen. Die Pandemie hat mir aber auch gezeigt, was ich nicht vermisse und was mir wirklich wichtig ist. Sie hat mir gezeigt, dass ich auch anders kann. Ich freue mich im Advent besonders auf das ökumenische Abendlob im Innenhof der Caritas um 18 Uhr am 18. Wir werden singen, natürlich draußen und mit Abstand. Ein Musiker sorgt für den adventlichen Ton und wir werden hoffentlich den dort Lebenden und Mitarbeitenden im Lebenshaus eine Freude damit machen. Schaut hin. Das wünsche ich mir in und für Frankfurt. Ihnen wünsche ich eine gesegnete Adventszeit.